nicht uns zum Objekt machen, derart, dass sie uns tatsächlich zum Schweigen bringen. Ich meine, wenn sie uns tatsächlich vorwerfen, dass wir sie zum Objekt machen, dann sollten sie ihrerseits in ihren Aktionsformen verhindern, dass wir dem, was sie uns vorwerfen, was denn dem Mann sprechen müssen. Hey, Sie wegzulassen, darf jetzt jemand gehen oder darf ich nicht gehen? Das ist ja scheiße, weil eigentlich müssten hier diese Diskussionen politisch geführt werden, aber die auf diese Art und Weise. Ich finde das eine ziemliche Schweinerei von den Frauen. Ja, anstatt meinen Schwanz abhacken zu lassen, möchte ich natürlich lieber die Scheiben der Genossinnen stecken. Das ist ein ganz natürliches Bedürfnis. Ja? Aber das ist eine Frage der Produktion. Das haben wir materialistisch zu analysieren. Ja? Nee, ich finde das nicht zum Lachen. Die sexuelle Reproduktion der Genossen, das ist ein ganz fundamentales Problem. Der Anspruch, das selbst jetzt hier zu einem gesellschaftlichen Problem zu machen, nicht wahr? Und aus der privaten Sphäre der endlich mal zum Gegenstand einer materialistischen Analyse zu machen. Und dass diese ganze Sache hier mal aus der bürgerlichen Kastrationsdrohung und dem Penissymbolik herauskommt. Denn damit reproduzieren die Genossen genau das Spezialismus, in die ihre repressiven erzogen worden sind. Denn mit der Kastrationsdrohung sind wir erzogen worden. Und das finde ich scheiße. Wie ich es fand. Also, ja, ich fand es zuerst irritierend, weil ich mir nicht sicher war, ob da vielleicht wirklich irgendjemand streiken möchte. Aber dann nachher, als dann man genauer zuhört, hat man gemerkt, dass es eigentlich nur ein Theaterstück ist. Aber ich fand es gar keine so schlechte Idee. Es war schwierig, das jetzt einzuordnen, warum das so ist, aber ich fand es war mal ganz, ganz interessant.